So, dieses Video dient einmal dazu, im Modul Strobe 4.1, da haben wir jetzt einen Softwarefilter verbaut und hier möchte ich jetzt einmal veranschaulichen, wie dieser Filter funktioniert. Wir haben hier ein digitales Oszilloskop, ein ganz normales Labornetzteil sowie einen Funktionsgenerator, womit wir halt Fehlsignale auf dem Bremssignal aufmodulieren bzw. auf das Modul drauf schicken können. So, wir schalten jetzt einmal mit einer relativ geringen Frequenz, geben wir Signale drauf. Wie man sieht, die gehen auch durch. Wenn man jedoch guckt, was auf dem Modul ankommt, wir haben jetzt eine Filterzeit von 0,75 Sekunden eingebaut. Das heißt, bei so einer relativ kleinen Frequenz und einer Pulsweite von 80% kommt das Signal auch durch und wird auch als Bremssignal angesehen. So, wenn wir jetzt mit der Pulsweite weiter runtergehen, kommt das Signal halt nicht durch. Wie man sehen kann, am Modul kommt es an, aber der Ausgang wird halt wie gesagt nicht durchgeschaltet, da wir den Filter dahinter liegen haben. Und hier können wir jetzt ein bisschen rumspielen. Wir gehen jetzt mit der Pulsweite wieder so hoch, dass wir ein Bremssignal durchkriegen und ändern jetzt einfach mal die Frequenz. Gehen da entsprechend hoch. So, spätestens bei 1 Kilohertz ist es bereits schon vorbei, da kommt gar nichts mehr durch. Und nach unten hin kann halt über die Filterzeit, kann man einen sehr weiten Frequenzbereich abdecken. Der Filter kann im Modul eingestellt werden von 0 bis 1,5 Sekunden. Das heißt, nur Impulse, die länger sind als die eingestellte Zeit, werden als Signal anerkannt und auch weitergeleitet. Hier sieht man auch schön die Verzögerung dazwischen. Das ist quasi einfach nur ganz normal eine Einschaltverzögerung. Und es gab halt ein Fahrzeug, wo das Problem war, dass über einen CAN-Bus werden halt Signale aufs Bremslicht geschickt zur Fehlererkennung. Beziehungsweise gibt es auch andere Module, wo über eine Pulsweitenmodulation die verschiedenen Helligkeiten von Bremslichtsignalen durchgeführt werden. Dieses Video dient zur Veranschaulichung. Danke fürs Ansehen. Bei Fragen jederzeit schreiben.